meine erste Figur habe ich in der Grundschule gebaut bei meiner Klassenlehrerin Frau Fingerhut und seitdem hat es mich eigentlich gepackt und ich habe immer Figuren, Tiere und Puppen in verschiedenen Variationen gebaut, lange Zeit Marionetten und bin dann 2009 zu dieser Art oder dieser Technik von Figurenbau gekommen. Körper ist aus einem Schaumstoffkern, der entweder geschnitzt wird, aus einem Schaumstoffblock oder aus Schaumstoffbahnen so richtig mit Schnittmuster und geklebt wird. Dann wird das Ganze mit verschiedenen Stoffen bezogen. Die bemale ich dann selbst, einfach mit dem Pinsel normal, teils auch ein bisschen mit dem Airbrush, gerade bei den größeren Figuren, bei Walk Acts, den Ganzkörperkostümen, dann kann man das auch mit der Airbrush machen. Was? Wenn ich sage, angesiedelt sind, ist Ihr Einsatz? Oh, wenn ich sage, angesiedelt sind, ist Ihr Einsatz? Ich hatte Ihnen gestern schon gesagt, heute nicht. Was heißt heute nicht? Ich hatte Ihnen gestern gesagt, entweder Sie schreiben neue Texte oder Sie sind auf sich alleine gestellt. Bitte was? Haben Sie neue Texte geschrieben? Nein, habe ich nicht. Ja, dann sind Sie alleine. Dann bin ich draußen. Der Benjamin ist zu mir gekommen auf Empfehlung, und zwar von einem ganz lieben Kollegen aus Wien. Der ist auch Zauberkünstler und Bauchredner und er hat gesagt, Mensch, frag doch mal da an und guck mal. Und dann ist Benjamin mit seiner ersten Idee hier aufgeschlagen und seitdem sind eben einige Puppen draus geworden. Sie riechen auch, Frau Garfunke, bitte. Was wird Ihr Mann dazu sagen? Ach, der Mann, der sagt schon lange nichts. Na, tanzen Sie, ehrlich tanzen. Und der hatte doch einen Unfall. Das tut mir leid, das wusste ich nicht. Ach, das konnten Sie nicht wissen. Wissen Sie, ich hatte ihn erwürgt. Sie haben was? Ja. Die Greta Garfunke. Das hat sich ganz kurios entwickelt, weil ich hatte hier für einen anderen Kunden eine auch recht skurrile Figur liegen, auch eine große. Und Benjamin hat die zufällig gesehen und hat gesagt, wow. Und dann hat das erst bei ihm im Kopf gearbeitet, was man damit machen könnte. Und dann rief er irgendwann an und sagte, du, ich habe da so eine Idee und soll wahrscheinlich eine Tänzerin werden. Und dann habe ich einfach angefangen zu bauen, habe erstmal den Rohbau gemacht und dann war nochmal Nachmittag hier. Dann haben wir ausprobiert, wie das am besten geht mit dieser speziellen Technik eben auch, dass die eine Öffnung in den Brustkorb hat und haben das wirklich angepasst, dass er die gut spielen konnte, dass er sich gut damit bewegen konnte. Und dann habe ich sie weitergebaut. Also diese Puppe im Speziellen hatte auch so eine ganz besondere Entwicklungsphase, die auch für mich super interessant war. Die Ideen kommen so ganz verschiedentlich, manchmal einfach beim Bauen. Manchmal durch Dinge, die ich unterwegs sehe oder lese, wo ich dann denke, das ist eine tolle Idee, das müsste man umsetzen. Das sind auch im Übrigen die Figuren, auf die Benjamin dann immer abfährt. Ne? Das ist der alte Sack, der ist so zu ihm gekommen und auch der Hildegard ist über den Weg eigentlich bei ihm gelandet. Die drei Grundintuitionen, passen Sie auf. Passen Sie genau auf. Es gibt witzig, nicht so witzig und ernsthaft. Also, ich zeige Ihnen erst noch witzig. Das ist genau, das ist witzig. Haben Sie es gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Jetzt zeige ich Ihnen nicht so witzig. Das ist nicht so witzig. Gesehen? Ja, ich habe es gesehen. Und jetzt zeige ich Ihnen mal ernsthaft. Das ist ernsthaft. Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes und gerade wenn das dann so gut ankommt und so gut funktioniert, wie beim Benjamin auch, dass dann auch so ein Publikum sitzt und denkt, ey, hast du die jetzt wirklich gebaut? Und kann mich da wirklich sehr dran freuen. Also das ist so, ja, meine kleine Belohnung oder große Belohnung, die ich dann bekomme.